Und wir spielen gegen Illuminati. Hallo Illuminati. Du bist auch wieder hier doll abgefallen. Sag mal, warum schwankst du denn so doll? Ich meine, ich darf mich ja eigentlich nicht melden. Zumindest vor dem Patch bin ich doll geschwankt. Jetzt bin ich relativ stabil zwischen 17 und 1800, muss man ja sagen. Aber du schwankst ultra stark. So, was nehmen wir denn jetzt hier? Coast Control mit Steelboy Crawler finde ich nicht so gut. Rhino mit Crawler Sledgehammer könnte ich hier nehmen. Supply Specialist mit Mustang Crawler gefällt mir nicht so. Ich glaube, ich nehme die hier. Dir auch. So, schauen wir doch mal, was er hört. Aerial Specialist. Wird er da direkt eher spielen? Wäre natürlich eine Möglichkeit. Der ist da immer so ein bisschen tricky. Wir könnten uns hier aggressiv aufstellen. Nur das Problem ist, wenn er dann UFOs spielt, gegen eine aggressive Aufstellung, dann stehen wir ultra nah dran. Deswegen mag ich das in der Form nicht so. Das heißt, ich stelle mich hier durchaus regulär auf. Ich möchte mich auch nicht zentral aufstellen. Stelle ich mich ruhig ein bisschen breiter auf und riskiere es halt, dass er hier angelaufen kommt. So, was machen wir jetzt? Generell brauchen wir noch ein bisschen Schaffclear, weil das hier eigentlich zu wenig ist. Wir könnten demzufolge natürlich Arclights dazu nehmen. Einfach mal zwei Stück. Die sind gegen die Artillerie nicht so gut. Aber man könnte das trotzdem mal machen. Ich glaube, ich mache das mal. Nehmen wir mal zwei davon. Und stellen wir da das eine zentralen oder stellen wir sie eher außen hin? Ich hätte mal gesagt, wir stellen sie eher außen hin. Vielleicht hier so. Und dann gucken wir einfach mal. Jetzt wäre natürlich zentral hier einer besser gewesen als außen. Hat seine Artillerie auch recht weit außen stehen. Wir bräuchten eigentlich auch Artillerie, weil er hier noch viele Fangs mit hat. Wir könnten aber auch einfach mehr Tanks spielen. Wir sind eigentlich gerade gegen alles gut, was er da so hat, ja. Das Doofe ist halt immer nur, dass er halt eher Specialist ist und dann könnte er mit frühen Overlords angreifen. Und das, was Illuminati vor allem mag, sind diese frühen Overlord-Flanken. Das heißt, damit dürfte er eventuell sogar mal anfangen, das zu machen. Verkauft er dann natürlich meist, aber man muss halt trotzdem was hinstellen. Ja, sonst ist das Risiko immer zu groß. So, gewinnt er das jetzt hier noch? Ja, wahrscheinlich. Die Artillerie wird den mit einer Salve hier treffen. Den Tower kriegen wir hier vielleicht noch. Ah. Nein! Fahr! Bleib nicht stehen! Wenn der Countdown hier rum ist... Tatsache! Deployment Specialist finde ich natürlich so früh extrem gut. Ja, wie gesagt, gegen R müssen wir wirklich doll aufpassen. Aber jetzt einfach zwei Marksmen oder so zu spielen, finde ich auch relativ witzlos. Ich nehme hier einmal noch Tanks dazu, weil sie halt ganz gut passen hier. Stellen wir mal hier hin. Und jetzt nehmen wir einfach nur noch ein bisschen Schaft dazu. Idealerweise muss hier halt noch was hin und her laufen. Wir machen es mal so, dass wir trotzdem hier einmal Crawler nehmen. Baue ich die jetzt schon hier hin, dass das alles so ein bisschen dahin schießt. Ohne Beacon ist das immer ein bisschen Mist. Bedeutet für mich, ich mache hier einfach nochmal ein paar Crawler in die Ecke und heb mir den Rest mal auf. Weil wenn, dann möchte ich das hier vorne sofort mit Beacon hin und her laufen lassen. Aber so passt das, denke ich, jetzt mal ganz gut. Mal sehen, ob der Overlord kommt. Na, er ist nicht da. Aber er hat jetzt hier Phönixe und gegen die haben wir jetzt natürlich überhaupt gar nichts. Da müssen wir jetzt, ich glaube, gezwungenermaßen Marksman hinten reinstellen. Was anderes sehe ich da jetzt aktuell nicht wirklich. Und ich hätte eigentlich auch gern dann einen MacRage noch. Wir müssen halt auch darauf achten, dass die Marksmen schön weit hinten stehen bleiben. Das heißt, die brauchen halt eigentlich auch Range, ja. So, und ich denke, wir werden hier alles wegräumen bis auf die Phönixe. Von daher nehmen wir jetzt auch nicht allzu viel Schaden. Das ist schon ganz okay.
Man darf halt Macrage auch nicht zu früh ausgeben, weil wenn man da zu früh zu viele Techs nimmt, dann oder zu dolle rein investiert, dann kann das halt Probleme geben, ja? Dann kann er das dolle kontern. Okay. Also ich hätte eigentlich gern jetzt hier noch die Artillerie ausgenommen, aber das reicht nicht ganz. Aber wir haben zumindest Deployment Specialist. Das ist ganz gut, wenn man dann einfach ein paar Marksmen addet, ja? Dann vergibt man da nicht alles. Oh, das könnten wir hier auch machen. Können theoretisch sogar Fortress nehmen, aber ich denke, der ist hier am stärksten. Dann geben wir hier halt... Wir geben halt eigentlich Elite 400. Wir können jetzt hier noch keine Elite ausgeben. Das können wir nicht machen. Den hier Level geben ist auch gut. Also wir machen das jetzt hier folgendermaßen. Ich hole noch einmal Tanks. Ich möchte hier die Slots ausnutzen. Und jetzt ist natürlich die Frage, wo stellen wir das hier alles hin? Das soll natürlich auch eigentlich hier nicht getroffen werden. Was hat er da für Text drauf? Kann er die springen lassen? Er kann sie nicht springen lassen. Stellen wir vielleicht so ein bisschen weiter hinten hin. Und den trotzdem hier in die Mitte. Ich glaube schon, weil dem geben wir früher oder später halt Range. Und dann geht der eh in beide Richtungen. Wir können noch einen dazu holen. Die möchte ich eigentlich leveln. Jetzt können wir hier immer noch kein Beacon stellen. Ich hole aber nochmal was dazu. Ich denke, dann holen wir nochmal ein paar Crawler dazu und stellen die hier hin. Mal schauen, wie das jetzt hier ausgeht. Noch was freischalten kostet alles. Okay, schauen wir mal. Also mich stört jetzt, dass wir hier keine Range haben. So, er flammt jetzt hier. Da braucht man natürlich auch noch was. Eieiei. Feuer ist gegen ihn hier eigentlich auch ganz gut. Ja, wenn man hier jetzt Feuer legt, das heißt, wir könnten hier auch vielleicht Artillerie spielen. Er hat seine Phönixe jetzt hier verkauft, ja, aber so ein bisschen gebaitet. Also unsere Crawler waren jetzt nicht besonders gut dagegen. Hat er einen guten Switch hingelegt. Wäre natürlich gut gewesen, wenn der hier nach da drüben gegangen wäre. Und der hat auch diesen Marksman hier genommen. Hat er direkt Elite vergeben? Ne, hat er nicht. Wieder Elite gesagt am Anfang, weiß ich gar nicht. So, wir haben den jetzt hier rausgenommen, das ist schon mal gut. Der muss sterben hier, unbedingt. Okay. Ah, das hatte ich schon wieder vergessen, dass wir das ja bekommen. Enhancement Module. Ich denke aber, Shield ist hier nett. Und ich finde das auch gut auf dem hier. So, ich denke, wir machen hier auch weiter. Die zu leveln, das war sehr gut. Jetzt ist natürlich die Frage, geben wir hier überhaupt Macrage aus? Und wo lassen wir den hinlaufen? Lassen wir den darüber laufen? Dann bräuchten wir ein Beacon. Den hätte ich eigentlich auch ungern auf der Seite, weil da der Marksman ist. Vielleicht sollten wir hier einfach ihn überrennen und den mit hier hinstellen. Das finde ich eigentlich ganz nett. Das machen wir mal so. Den packen wir hier hin und dann rennt er damit vor. Und hier auf der Seite sollten wir den natürlich trotzdem irgendwie kontern. Ich finde hier eigentlich trotzdem Feuer gegen ihn ganz gut. Ich glaube, ich möchte hier tatsächlich sogar noch Artillerie drin haben. Dann hätten wir die Option, Feuer zu spielen. Ja, ich stelle die mal hier mit hin. Und hier stellen wir in die Mitte noch eine hin. Oder stellen wir hier eine hin? Ich glaube, wir verstärken das. Wir stellen hier noch eine Artillerie hin. Wir könnten halt direkt noch eine hinstellen. Sind wir dann zu anfällig gegen eine War Factory möglicherweise. Aber ja, den hätte ich jetzt hier natürlich auch noch gern gelevelt, aber man kann nicht alles haben. Schauen wir mal. Also ich finde die Artillerie hier ganz gut gegen den potenziellen Schaff. Hat jetzt hier auch noch einen Vulcan. Da hat er jetzt das Schild drauf gepackt, okay. Also ich glaube, wir werden hier nicht drum rumkommen, irgendwie noch dicke Geschütze aufzufahren. Und da ist der jetzt natürlich hier eigentlich ganz gut. Mal sehen, wie viel der hier tankt.
Und ein MacRage-Upgrade können wir uns hier trotzdem gönnen, denke ich. So, der hackt jetzt hier auf den ein. Das finde ich schon mal ganz nett. Nein, hier stehen noch zu viel Zeug davor. Okay. Ja, der hat sich super durchgeschnetzelt. Das hat exzellent funktioniert. Ich gehe schwer davon aus, dass er jetzt hier irgendwie mit War Factories anfängt. Muss ich sagen. Das bedeutet für uns natürlich, dass wir das schon mal vorbereiten könnten, vielleicht Melter zu spielen. Weil er könnte natürlich sowas wie Overlords hier gegen uns auch ganz okay spielen. Und wenn wir einfach damit anfangen, ist glaube ich gar nicht so schlecht. Schauen wir mal. Supply, Underground Threat. Das ist alles nicht so stark hier für uns. Ich denke, wir nehmen hier einfach Supply. Wir könnten natürlich noch ein Rhino hier kommen lassen. Ich glaube, das ist nicht so gut. Das vielleicht auch nicht, weil ich ja jetzt sowieso hier Giants eigentlich bauen möchte. Und dann machen wir das mal. Wir stellen mal... Wo stellen wir den denn hin? Problem ist hier halt auch immer der Marksman, ne? Stellen wir mal hier hin. Dann MacRage. Jetzt hätte ich hier halt gern noch Upgrades. Ich weiß gar nicht, ob man jetzt hier schon in Kredit gehen sollte. Ich denke, es ist eine kritische Runde. Ich würde hier tatsächlich die Tanks nochmal upgraden. Weil die eben hier auch gerade MacRage bekommen haben, ja. Das ist eigentlich so der ganz entscheidende Punkt. So, jetzt haben wir hier wieder die deutsche Kampflinie. So wurde es ja mal genannt, weil ich alles in einer Linie aufstelle. Aber diese Haupteinheiten sollen ja eigentlich auch in einer Linie stehen. Die Sache, die geschichtet kommen soll, ist ja eigentlich der Chaff, ja. Und da könnte es jetzt schwierig sein. Also wenn er jetzt hier auch Feuer ausgibt, dann wird es schwierig. Also müssten wir irgendwie mit Schilden arbeiten oder hier halt ablenken. Dann würden wir hier was an die Seite stellen. Ich denke, Randcrawler sind hier auch hervorragend. Das sollte ich nächste Runde wahrscheinlich machen. Deswegen hebe ich mir die 50 hier nochmal auf. Dann wird hier sehr viel abgelenkt. So, jetzt kommt er hier mit Wespen. Okay, das ist ein guter Call. Gucken wir mal. Weil unsere drei Marksmen, die wir da haben, das ist natürlich nichts diesbezüglich. So, und jetzt werden wir hier schon doll abgelenkt. Aber eigentlich haben wir hier natürlich jetzt auch unsere MacRage-Panzer. Die sollten hier relativ viel wegräumen. Und ich meine, wenn unser Melter jetzt eventuell mal hier auf den Vulcan geht, dann können wir die Wespen auch am Ende wegräumen. Die sind halt lästig, aber mehr auch eigentlich dann nicht, ja. Ist nur doof, wenn wir am Anfang halt draufgehen. Dann werden wir hier zu doll abgelenkt. Okay. Ist der leider hier gefallen? Hat er hier eigentlich Range drauf? Ja, er hat Range drauf. Ah, und der. Ah, er hat gerade einen Debuff. Okay. Ja, die Wespen sind halt insofern ein Problem, dass wenn ich jetzt Mustangs baue, dann habe ich das Problem. Die kommen eigentlich hier ganz gelegen. Die Fortress. Könnte das natürlich damit kontern? Den. Ich glaube, die Fortress mit Anti-Air könnte man hier spielen. Die dürften dann aber eigentlich erst später dazukommen. Wollen wir die dann hier so hinstellen? Anti-Air Barrage. Kostet halt nur 200, ne? Dann stellen wir hier noch einen Melter mit auf. Ah, das steht ja genau mistig. Das habe ich wieder dumm gestellt. Wobei, den können wir hier hinstellen. Die sollten wir wahrscheinlich hier wegbomben schnell. Eigentlich sollten wir hier auch noch welche mit Beacon hinstellen. Das machen wir mal. Den wollte ich ja sowieso haben. Eigentlich braucht nie Range. Was machen wir jetzt noch? Ja, War Factory haben wir eben, glaube ich, ein bisschen Angst gemacht. Wir könnten jetzt direkt noch Feuer spielen. Da läuft aber unser Zeug auch noch durch. Ich glaube, was wir vor allem machen müssen, ist, dass wir hier in dieser Runde direkt Range spielen.
Dann geben wir dem noch ein Level und gut ist. Gucken wir mal. Na, er spielt jetzt hier Feuer. Das kann natürlich ein Problem sein. Da wünsche ich mir manchmal, das hätte ich hier doch Regeneration drin. So, und jetzt müsste hier eigentlich Anti-Air-Barrage kommen. Ach, war schon da. Haben wir alles verpasst. Ah, das hat hier missig getroffen. Funktioniert hier überhaupt nicht gut. Mal sehen, ob wir sein Zeug hier jetzt noch rausnehmen können. Wo war Anti-Air-Barrage? Na komm schon, lock schon ein. Jetzt haben wir den rausgenommen. Aber die Marksmen haben hier eine zu hohe Range. Was machen wir jetzt gegen das ganze Feuer? Ich meine, wir könnten jetzt natürlich selbst War Factory spielen. Wir sind jetzt nur schon so oft hier in Kredit gegangen und er kann dann... Er hat ja aber... Oh, er hat das hier auch noch ausgegeben, Scorching Flames. Das können wir nehmen. Javelin. Aber ich glaube, es ist besser, Orbital Bombardment zu spielen und dann setzen wir das direkt hier so drauf. Kann das natürlich auch auf uns machen. Ist die Frage, behalten wir die Fortress? Behalten wir das? Ich glaube, das müssen wir. Irgendwas müssen wir verkaufen. Die Frage, was? Ich glaube, Fortress war gar nicht so schlecht. So. Dann machen wir das. Auf welcher Seite wollen wir hier durchpreschen? Der ist hier halt nur Level 1. Ja, der hat aber ein Shield. Das killen wir hier vielleicht sowieso. Stellen wir die hier hin? Stellen wir sie so weit vorne hin? Bin ich mir nicht sicher, ob wir das machen sollten. Oder halt hier drüben. Dass wir den schnell rausnehmen. Da ist der starke Marksman. Deswegen mache ich es mal auf der Seite, dass wir hoffentlich die Seite hier stark gewinnen. Sondern packen wir nämlich hier das Schild drauf. Dann ziehen wir hier noch alles rüber und laufen hier zurück. Vielleicht so. Range. Na, das konnte man nicht mehr drücken. Da bin ich zu langsam. Okay, er nimmt das jetzt hier raus. Er nimmt eine Javelin. Und je nachdem, wie wir hier halt mit unserem Orbital sind, also ich glaube, das Orbital ist hier eigentlich wesentlich stärker. Bleibt aber Dolly hier hängen. Ich glaube, er kriegt hier sogar unseren Tower leider. Hier fehlt uns jetzt halt die Eimer Anti-Air Barrage. Aber wir werden hier seinen Tower bekommen. Hoffentlich noch bevor der hier fällt. Weil ich würde hier gern richtig viel Damage auf ihn machen. Weil wir haben jetzt hier natürlich einen Einkommensnachteil und er kann jetzt nächste Runde einfach hier Ignite drücken. Was ein Riesenproblem für uns ist. Und jetzt killen wir ihn halt nicht, ja. Mist, 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 Mist. Das ist jetzt ein Riesenproblem für uns. Wir könnten jetzt verstellen, diese War Factory hier. Die könnten wir verkaufen und in die Mitte stellen, falls er sich drauf einstellt. Er hat doch Buddelcrawler. Ich meine, wir werden das mal hier drauf machen, auf die Wespen. Wir müssen eigentlich noch eine War Factory holen. Die stellen wir mal in die Mitte. Die müssen wir super schnell rausnehmen hier, idealerweise. Denn zu leveln hier macht, glaube ich, nicht so viel Sinn. Verkaufen wir den noch und stellen noch eine dritte War Factory. Ich glaube, das wäre klug.
Vielleicht hier so. Selbst wenn er das Upgrade jetzt ausgibt, wir müssen es ja probieren. Es hilft ja alles nichts. Wir können da jetzt theoretisch hier ein Schild stellen. Das mache ich jetzt einfach mal, damit das nicht sofort angeflammt wird hier auf einer Seite. Und hier könnte man das theoretisch auch versuchen. Wir können auch ein bisschen Range geben, dass sie ein bisschen weiter hinten stehen bleiben. Aber mehr können wir da jetzt gar nicht machen, ehrlich gesagt. Und ja, da haben wir einfach kein Spiel groß. Was können wir noch machen? Hier vielleicht eine Rakete stellen, wenn da irgendwie was nach vorne geht, dass der, oder der schafft da. Ah, jetzt haben wir das hier auch nicht vergeben. Ich bin einfach zu langsam. Der hat jetzt hier Scorpions mit Säure. Okay. Mal gucken, mal gucken. Hat er jetzt... Aber hier hat er kein Ignite vergeben. Okay, also er macht es jetzt allein über die Säure. Hat er hier EMS vergeben? Irgendwie sowas? Nee, hat er nicht. Okay, kommt schon hier. Nochmal. Anti-Air Barrage. Sehr schön. Reicht das hier für uns? Nee, oder? Bei unserer Artillerie, aber nee, die Marksmen machen uns hier hinten fertig. Die sind das Problem. Das Schild hier hält leider auch noch. Okay. Die Marksmen sind das Problem. Jetzt hier auch die Scorpions. Jetzt kann er natürlich auch noch Ignite drücken. Uns gehen die Tricks aus. Ich meine, wir könnten selber hier eventuell... Was wäre denn, wenn wir selber Wespen gehen? Ein Portable Shield. Um hier Ablenkung zu wählen. Nimmt er die zu schnell raus, ist das dann einfach nur verschwendet. Sollten wir eventuell Ablenkung schaffen, indem wir hier noch irgendeinen Produktionsbutton drücken. Aber ich glaube, das nützt auch nicht viel. Wir könnten selber noch Feuer drücken, wäre auch eine Möglichkeit. Ich meine, er hat gar nichts gegen Feuer. Wäre vielleicht gar nicht so schlecht, wenn wir das machen. Ist auch nicht teuer. Wir machen das mal. Wir geben hier einmal Feuer aus, dass wir ein bisschen Feuer verbreiten. Und ich denke, das Schild hier war ganz gut. Wir haben halt immer noch nichts hier eigentlich gegen die Westen mehr. Eigentlich müssen wir nochmal so ein Fortress hier bauen. Das war eigentlich in dem Sinne dann ganz gut, wenn das hier später dazukommt. Jetzt ist natürlich die Frage, wir lassen das hier nochmal weiter hin und her laufen. Spielen wir hier nochmal Wespen davor, die hier davor fliegen und die Marksmen so ein bisschen ablenken. Wäre eventuell ein Versuch wert, aber ich glaube, wir machen den nochmal dicker. Hier eine Rakete. Vielleicht wählen wir mal Speed, dass wir schneller ranlaufen, aber... Ach, jetzt habe ich hier... Ich schaff's aber auch in keiner einzigen Runde, hier mal ein richtiges Timing hinzubekommen. Das gibt's doch nicht. Ja, ja. Hat uns hier. Ich hätte wahrscheinlich Overlords mit, mit Shield spielen sollen. Die das Ganze hier beschützen vor dem ganzen Kram. Jetzt habe ich hier einfach verloren. So ein Mist. Es liegt ja zwar das ganze Feuer, aber ich komme trotzdem nicht so richtig durch. Wie viel Leben habe ich eigentlich? Ja, ich bin tot. Mist, Mist, Mist. GG. Gut gemacht, Eliminate. Ich hätte halt in dieser einen Runde gewinnen müssen, ja. Das war ganz entscheidend. Weil dann hat er einfach zu dolle Zeit, sich darauf einzustellen. Ja, und halt hier Overlords stellen wäre, glaube ich, ganz gut gewesen, dass wir hier am Anfang vor der Säure geschützt sind. Das wäre wirklich sehr gut gewesen. Den hier nochmal hinzustellen, das hätte ich gar nicht machen sollen. Warum sollte ich hier so überreagieren gegen Wespen, ja? Die hier so ein bisschen ablenken. Naja gut, naja gut. Trotzdem eigentlich ein ganz schönes Spiel. Aber zum Schluss, so im Late Game, da merkt man, wenn ich es dann nicht in einer gewissen Runde entscheide, dann habe ich doch immer so meine Probleme, ja. Dann sind da viele Entscheidungen, ich ringe mich dann von der Zeit her für irgendwas durch, man muss halt reagieren. Aber, ja, es ist dann oft falsch, ja. Aber trotzdem bedanke ich mich natürlich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.